So, ich muss erstmal alles hier richtig hinstellen. Hallo ihr Lieben, ihr wisst ja, dass ich nicht zu Hause bin. Ich bin ja bei meiner Freundin in der Ferienwohnung und habe euch auch schon ein paar Vlogs hochgeschossen aus Potsdam. Und ich sitze jetzt hier vorm Fenster. Ich weiß jetzt nicht, wie die Lichtverhältnisse sind, das werde ich nachher sehen, aber ich wollte trotzdem mal so einen kleinen paar DM-Produkte euch noch vorstellen, weil man kommt ja nicht umhin, selbst wenn man weg ist. Also ich bin übrigens nicht im Urlaub, ich bin hier auf Wohnungssuche, was ich ehrlich gesagt als Katastrophe erweist, aber ich will darüber gar nicht reden, das regt mich nur auf. Also das, ich weiß nicht, also irgendwie ist da total der Wurm drin. Aber ich habe ein paar ganz interessante Produkte bei DM gesehen und die möchte ich euch vorstellen. Als allererstes, als ich von Balea diese so ein Creamy Caramel Color Conditioner. Ich habe nämlich sowas von La Biosthetique, da nennt sich das Caramel Glossing, kostet auch 200 Milliliter 40 Euro und das kostet hier 4 Euro noch was, also knapp 5 Euro. Und ich dachte mir, das musst du probieren. Sind, also wie gesagt, 200 Milliliter, mehrere Anwendungen, hält bis zu 5 Haarwäschen oder so. Das wird angewendet im handtuchtrockenen Haar, also ist ein Conditioner mit Farbe, also Color Conditioner, und ich habe das auch schon benutzt und es ist so ein bisschen, weil die Spitzen immer heller wurden, also die Haare wurden schön weich und es nahm tatsächlich Farbe an. Und das ist also für mich, das ist ja wie ein Tube, ne? Also La Biosthetique gegen Balea Caramel, oh Gott, Caramel Conditioner. Also super tolle Anwendung, man braucht auch keine Handschuhe, da färbt nichts an der Haut ab. Oder auf die Haut, die Hände sind nicht braun. Gibt es in verschiedenen Farben. Ist ein tolles Produkt. Also wer das gerne möchte, wer die blonden Haare so ein bisschen, so einen kleinen Karamell-Touch haben möchte, kann ich das wärmstens empfehlen. Also ich habe es probiert am Wochenende und es ist sehr schön. Jetzt kommt ein Produkt, was ich auch schon probiert habe, und zwar die Judith Williams. Die ist ja nun mit ihrer Theke bei DM ganz hoch im Kurs, besonders auf YouTube, alle Stellen Judith Williams Make-up-Produkte vor. Also ich stelle jetzt keinen Foundation vor. Ich habe diesen Blush, den habe ich ja schon öfter erwähnt, diesen tollen Creamy Blush, von dem ich nach wie vor also ganz fasziniert bin. Und nun ging es hier um eine Mascara. Und zwar die Genius Mascara Midnight Black mit Arganöl. Und diese Mascara, die hat also ein Bürstchen, was so ziemlich zerfranst aussieht. Aber es ist eine irre Farbabgabe. Ich habe mir das jetzt einmal getuscht und man kann, selbst wenn die Wimpern ein bisschen angetrocknet sind, kann man immer noch mal drüber gehen. Und es ist ein sehr schönes, schwunghaftes, schwarzes Ergebnis. Kostet 9,95 €. Lässt sich auch toll abmachen. Also es ist eine sehr, sehr schöne Mascara, weil wir sind ja immer irgendwie auf der Suche nach einer Mascara. Und hier gab es auch kein Eintuschen, weil manche Wimperntuschen muss man ja erst so ein paar Mal benutzen. Also ich war von der ziemlich angetan. Also die ist gut, kann ich durchaus empfehlen. Ein weiteres Produkt, was ich jetzt mit euch testen möchte, ist dieser Rich Concealer von Judith Williams. Kostet 7,95 €. Ist hier so ein Applikatorschwämmchen. Also wie ihr seht, das ist noch jungfräulich. Noch nicht benutzt. Ich denke mir, das muss man dann hier drehen. Also dieser Rich Concealer, also wahrscheinlich für reifere Haut, mit Vitamin E, verspricht durch die zarte Textur, also ein schönes, gleichmäßiges Auffällen, ist wohl für Augenschatten, Augenringe, alles ist zu kaschieren, setzt sich nicht in den Fältchen ab. Also laut Beschreibung ein absolutes Wunderprodukt. Aufhellend, kaschierend, selbst Augenringe. Also ich, das gibt es noch nur in einer Farbe. Ich war in zwei DMs, bei dem einen DM war es schon weg. Also, okay, also erstmal kommt hier nichts. Weiß ich auch nicht. Also ich drehe und drehe und drehe und drehe. Leute, hier kommt nichts. Hier kommt nichts. Also ich glaube, der funktioniert nicht. Oder mache ich hier wieder irgendwas falsch? Drücken ist nicht, nee. Okay, wisst ihr, was das jetzt ist? Das ist die Kaffeemaschine. Es tut mir leid. Naja, also ich drehe da, also das ist, ach, jetzt, oh, jetzt wird es dunkel. Aha, okay, jetzt kommt's. Das ist die Farbe. Jura. Ah, die hat sich jetzt gereinigt.
Ja, also Hautfarben. Ich probiere das jetzt. Also, okay. Oh, er ist sehr, sehr, wie soll man sagen, so dünn, dünnflüssig. Und nun weiß ich nicht, ich habe jetzt keine Augenringe, also ich kann jetzt nicht den Augenringtest machen, also so Tiefe. Auf jeden Fall muss ich sagen, hat er was. Ich habe nämlich momentan ein bisschen Augen, also so, naja, so ein bisschen so um die Augen rum. Die Augenpartie sehe ich so ein bisschen fertig aus. Ein bisschen runtergerungst. Naja, gut. Ja. mit dem nicht absetzen in den Fältchen. Also es sieht auf jeden Fall sehr natürlich aus. Also das ist diese Farbe. Ich kann das nochmal. Es ist. Oft ist ja ein Concealer so dickflüssiger. Der ist wirklich ganz zart, ganz dünn. Und es wird uns auch empfohlen, den dann mit den Fingerspitzen, also mit den Fingerkuppen zu verblenden. Also der Concealer von Judith Williams mit Vitamin E. Ich werde euch dann mal Feedback geben nach ein paar Tagen, also wie das ist. Also nach dem heutigen Tag weiß ich das natürlich schon. Auf jeden Fall fühlt sich das jetzt nicht so fremdkörpermäßig an, als ne, dass da so eine Schicht drauf liegt. Und ja, also der Concealer von, das ist alles schön in dem Weiß gehalten. Nun weiß ich nicht von der Hygiene her mit diesen Applikator-Dingern, ne, wie das, ich wische das jetzt mal ab hier, wie sich das so gestaltet, den wird man jetzt auch nicht ewig benutzen können. Ne? Also 7,95. Und dann war noch ein Produkt, was mich auch interessiert hat, das sind diese von Catrice, diese Plumping Gel, ne, Lipsticks. Das ist auch in so einem Nude-Ton. Also Plumping heißt ja so aufpolstern, also ne? Aufpolstern, so plump, also so. Voluminöse Lippen. Das ist auch in einem Ton, der. Oh ja. Schmeckt toll. Ja, es ist jetzt nicht, dass ich jetzt mehr Volumen in den Lippen habe, aber witzelt das ein bisschen? Nö. Also schmeckt wie Catrice-Stifte schmecken. In einem schönen Nude-Ton. Ja, und der ist auch relativ preiswert. Und dann hatte ich hier noch ein Produkt. Das ist auch von Catrice. Das ist so ein Eyeshadow-Stick. Irgendwas mit Peach. Da gibt es verschiedene Peach-Töne. Den habe ich jetzt noch nicht probiert. Das sind auch diese Sticks. Die dreht man so raus. Und die sind in so einer dreieckigen Form. Das heißt, man kann also einen feineren Strich ziehen. Oder man kann auch das ganze Lid damit ausmalen. Und das ist auch in so einem absoluten. Naja, da sieht man eigentlich gar nichts. Ne? Man sieht das jetzt nicht auf der Haut. Ich zeige euch das mal. Das ist so ein Peachy-Ton. Ein glitzernder Peachy-Ton. Ich kann hier mal hier drüber geben. Wie das. Ah ja, guckt mal. Ach so, ich habe nämlich jetzt einfach nur einen hellen Lidschatten drauf, den von Bare Minerals. Ich weiß nicht, ob ihr. Naja, also es ist eine schöne Auftragungsweise. Ihr seht, ihr könnt ne, schön. Hier drumherum malen. Ja. Finde ich toll, dass es in der Drogerie jetzt auch diese Creamy Eyeshadow Sticks im Angebot gibt. Also, dass die vorrätig sind. Ehrlich gesagt, dieser Concealer, der hat was. Ich sitze jetzt hier ein paar Minuten schon, weil wir kennen das ja mit den Concealern, ne? Dass die sich dann so in den. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen durch die. Also Vitamin E und diese dünne Textur, das ist, das hält, was es verspricht. Ich hoffe das mal. Ich gebe euch dann Bescheid. Ich gebe euch wie immer Bescheid. Es wird jetzt keine Schminktutorials geben. Also, wie gesagt, ich habe hier kein richtiges Licht, keinen richtigen Spiegel und ich habe auch gar nicht so viele Produkte mit. Ich habe noch weniger mitgenommen als in meinem Täschchen vorgestellt. Wie geht es mir ansonsten? Ansonsten geht es mir ganz gut. Meine Wohnung ist eine absolute Katastrophenbaustelle. Und wie das dann so ist, wenn die Handwerker anfangen, dann eröffnen sich dann also immer noch mehr Katastrophen, was alles schief und krumm ist und was alles nicht geht und was dann doch teurer wird. Und also das wird ein Riesending. Und ich wollte ja eigentlich am nächsten, also am Sonntag zurückfahren, dann war ich dann 2 Wochen weg und ich weiß nicht, ob die das schaffen.
weil nochmal extra jetzt so ein Fließestrich neu verlegt werden muss, weil es verschiedene Raumhöhen sind, also Deckenhöhen, nicht Deckenhöhen, Fußbodenhöhen, also das ist alles complicated. Aber die Handwerkerfirma, die macht das ganz toll. Ich bin noch nach wie vor im Kontakt mit denen, mit Videokonferenzen, Videobotschaften und Fotos, und mein Sohn ist auch da und überwacht das so ein bisschen und hält da Rücksprache mit denen. Naja, also es ist alles so ein bisschen so Leben auf dem Pulverfass so gerade. Und wie gesagt, Wohnung ist, nada, es ist nichts, ich finde hier nichts. Manchmal denke ich mir so Dinge, vielleicht soll es so sein, ich habe keine Ahnung. Ihr Lieben, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, seid besonders gut zu euch. Und auch vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare, die ihr mir schreibt. Und ich habe hier ein bisschen immer Probleme mit Internet. Ich kann jetzt auch nicht immer die Kommentare beantworten oder sehe das gar nicht und gebe euch aber Herzchen. Also ihr wisst, ich bin bei euch. Ich freue mich über jeden Satz und über euren Zuspruch und eure Daumen drücken und über alles einfach. Ja. In diesem Sinne sage ich einfach mal wieder Tschüss und ich melde mich in unregelmäßigen Abständen. Das wird sich alles wieder ändern, wenn ich in Frankfurt bin. Bye, bye.